Geliebte Geschwister, ich grüße euch herzlichst wieder aus unserem herrlichen Hotelgarten in Uganda, Vision for Africa, und möchte euch heute ein YouTube geben, und zwar über die Wichtigkeit des Blutes Jesu Christi. Und da lese ich euch zuerst vor. Aber wisst ihr, für mich ist die größte Not zu erkennen, dass so viele Menschen noch nicht erkannt haben, dass eigentlich die wichtigste Entscheidung unseres Lebens, die allerwichtigste, ist, wo verbringe ich die Ewigkeit? Und da treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, ja, Gott wird schon gut machen. Ne? Du musst wissen genau, um was es geht. Und da möchte ich gerne eine Geschichte lesen, das heißt der letzte Appell. In einem Terminal döst ein Reisender auf einer Bank. Sein Gepäck liegt neben ihm. Der Zeitplan für den Flug ist deutlich auf seinem Ticket markiert, aber er hört den Aufruf nicht, der die Passagiere auffordert, zum Gate zu gehen. Er schläft immer noch. Schließlich wird er mit Namen ausgerufen und dringend gebeten, sofort ins Flugzeug einzusteigen. Doch der Schlafende reagiert nicht. So schließt sich die Türe, die Passagierbrücke wird zurückgefahren, das Flugzeug rollt zur Startbahn und hebt ohne ihn ab. Durch das Evangelium bietet Gott allen Menschen Errettung und ewiges Leben bei sich im Himmel an. Damit das für dich möglich werden kann, ist Jesus Christus auf die Erde gekommen, um am Kreuz zu sterben und für dich den Preis zu bezahlen, um dich vor Gott vollkommen gerecht zu machen. Und auf diese Weise hat er dir das Ticket für die Reise in den Himmel bezahlt. Durch die Botschaft der Bibel hältst du diese Bordkarte sogar in Händen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das ist in Apostelgeschichte 16,31. Aber du musst das Ticket jetzt einlösen, indem du an den Erlöser glaubst. Nimm für dich in Anspruch, dass er deine Schuld mit seinem Tod am Kreuz beglichen hat und dir somit der Zutritt zu Gott offen steht. Mit diesem Glaubensschritt steigst du gewissermaßen ins Flugzeug ein, das dich zu Gott in den Himmel bringen wird. Schieb diese Entscheidung nicht hinaus. Vielleicht hörst du Gottes Appell heute zum letzten Mal. Und da möchte ich jetzt besonders darüber sprechen, was eigentlich das Blut Jesu bewirkt hat. In Römer 3,25 lesen wir, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Ja, und jetzt möchte ich euch einfach nur Schriftstellen vorlesen, was das Blut Jesu in unserem Leben für Auswirkungen hat. Also das Blut Jesu beschützt uns. Im 2. Mose 12,13 heißt es, aber das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, will ich vorübergehen und die Plage soll euch nicht verderben, wenn ich das Land Ägypten schlage. Ja, ich habe von Gott gehört, dass das Blut wurde am Kreuz vergossen, ja. Und ich soll in jede Türe, Außentüre in meinen Häusern ein Kreuz hinhängen. Und wir sollen vom Abendmahl mit dem Wein ein Kreuz auf dies, also das Kreuz mit dem Blut Jesu festmachen als unseren Schutz. Noch einmal, 2. Mose 12,13. Aber das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, an denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, will ich vorübergehen und die Plage soll euch nicht verderben, wenn ich das Land Ägypten schlage. Dann das Blut Jesu befreit. In 2. Mose 12,27. So sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Israeliten Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Und das Blut Jesu errettet. Im Hebräer 9,28. So ist auch Christus einmal geopfert worden
um die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er ohne Sünde erscheinen, denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Das Blut Jesu rechtfertigt. Im Römerbrief 5,9. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerecht geworden sind, werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Römer 3, 24 bis 25. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist, den Gott bestimmt hat zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Das Blut vergibt. Im Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Gnade, ihr Liebe, ist unverdiente Liebe. Das Blut heilt. Im 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib, auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das Blut schenkt Leben. Johannes 6, 53. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und da haben ganz viele Jesus verlassen, als er das gesagt hat, weil sie es nicht kapiert haben, um was es geht. Das Abendmahl für uns ist das Blut und der Leib Jesu Christi. Und zwar nicht ein Symbol, sondern wir dürfen es als solches aufnehmen und annehmen. Das Blut reinigt, das Blut Jesu reinigt. Im 1. Johannes 1, 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Halleluja. Ich stelle mich täglich unter den Schutz des Blutes Jesu. Das Blut Jesu schenkt uns die Kraft, den Teufel zu überwinden. In der Offenbarung 12, 11. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ihr Lieben, das habe ich vor einigen Jahren schon von Anfang, wo wir Hauskirche haben mussten, weil wir nicht mehr in den Gottesdienst gehen durften, ja auch hier in Uganda. Dann habe ich den Kindern diese Schriftstelle gegeben. Sage ich, Kinder, ich habe ja 12 Kinder in meiner Familie. Und was heißt das in Offenbarung 12, 11? Sie haben ihn überwunden, also die Christen haben den Teufel überwunden, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Dann haben sie gesagt, Kinder, was kann das bedeuten? Dann sagen sie alle fast wie im Chor, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann das heißen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Schlimmste für mich wäre, wenn ich es je erleben müsste? Wenn sie euch, meine Kinder, vor mir quälen, damit ich mich von Jesus lossage. Das wäre das Allerschlimmste. Dann sagen sie fast im Chor, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Das ist Afrika. Wo hört man das in anderen Ländern? In China vielleicht. Aber in der westlichen Welt kann man das kaum vernehmen. Aber dann kam der Knüller. Dann sagt einer von den Kindern, Mama, wir werden aber auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Und dann wusste ich, das ist Überzeugung des Herzens. Ja, ja. Ihr Lieben, wir müssen klar werden. Was ist unser Leben? Was ist es uns wert, dass wir bei Jesus bleiben? Bleiben wir, koste es, was es wolle? Das Blut Jesu befreit uns vom Fluch des Gesetzes. Galater 3, 13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Blut schirmt uns vor der Anklage des Feindes ab. Im Epheser 1, 7.
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, seiner unverdienten Liebe. Das Blut Jesu hat Mächte und Gewalten komplett entwaffnet. Im Kolosser 2,15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Dann das Blut hat den Feind am Kreuz zur Schau gestellt. Kolosser 2,15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das Blut Jesu hat uns gerechtfertigt. Ja. 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Blut Jesu schenkt uns intime Nähe zu Gott. Also Intimität und Nähe zu Gott. Im Epheser 2,13-16. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Das Blut macht uns zu Priestern und Königen. In Offenbarung 1,5-6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Das Blut Jesu befreit uns von Schuld und Verdammnis. Römer 8,1-2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Blut Jesu hat uns den Eintritt ins Heiligtum verschafft. Hebräer 10,19-22. Weil wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang des Heiligtums. Wow. Dann das Blut Jesu allein hat uns erlöst. Nicht Gold noch Silber. 1. Petrus 1,18-19. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jetzt noch eine Schriftstelle. Das Blut Jesu schenkt uns ein reines Gewissen. Hebräer 9,14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist Gott als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Halleluja. Ihr Lieben, das Blut Jesu, das er vergossen hat, das Lamm Gottes, hat uns freigekauft von der Sünde. Und ja, ich bin so dankbar, dass er uns das Abendmahl gegeben hat und wir im Glauben sein Blut zu uns nehmen dürfen, damit all diese Verheißungen, die ich hier jetzt euch gelesen habe, dass die alle erfüllt werden in unserem Leben. Und du total sicher bist. Ich stelle mich täglich unter den Schutz des Blutes Jesu Christi. Amen. Ich vertraue, dass hier eine neue Dimension an Offenbarung für dich jetzt frei wurde. Jesus hat bezahlt. Und zwar den kostbarsten Preis, den jemand zahlen kann. Sein eigenes Blut. Für dich und für mich. Shalom, Shalom. Ich bete, dass dein Glaube aufblüht und du in dieser kostbaren Offenbarung, dass du teuerst erkauft bist, neuen Frieden, neue Freude und neue Geborgenheit findest. Shalom, Shalom.